Das ist Friede, Freude, Smartphone und der Tablet-Kurs. Im letzten Video habe ich schon mit der App Online gestartet. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre ausgeliehenen Bücher hier verwalten, wie Sie sie früher zurückgeben und wie Sie sich hier Bücher bestellen können. Ich öffne also die App Online und hier in der App Online bin ich momentan im Bereich Stöbern. Ich gehe nochmal aufs Menü und jetzt tippe ich hier mal auf E-Audio. Damit werden mir Hörbücher angeboten. Diese Hörbücher sind hier momentan nicht verfügbar. Was kann ich machen, wenn ein Buch gerade nicht verfügbar ist? Ich tippe hier auf diese drei Punkte und jetzt kann ich es entweder vormerken oder auf den Merkzettel. Ich tippe erstmal auf den Merkzettel und tippe hier auf OK. Das heißt, dass ich dieses Audiobuch auf meinen persönlichen Merkzettel gesetzt habe. Wo finde ich den? Hier im Menü tippe ich auf Meine Medien und hier finde ich den Merkzettel und hier finde ich das Hörbuch, das ich da drauf gesetzt habe. Wie können Sie Bücher vorbestellen? Dann kann ich hier nochmal auf die drei Punkte tippen und tippe jetzt auf Vormerken. Dafür muss ich meine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ich tippe hier also auf E-Mail-Adresse, gebe jetzt hier meine E-Mail-Adresse ein und tippe auf Speichern. Und noch einmal auf OK. Wo finde ich meine Vormerkungen? Auch dafür tippe ich aufs Menü und hier unter Meine Medien finde ich Vorgemerkt. Und hier finde ich jetzt dieses Audiobuch. Das ist für mich vorgemerkt und wenn ich es ausleihen kann, bekomme ich eine E-Mail dazu. Und wie kann ich ein Buch frühzeitig wieder zurückgeben? Jetzt gehe ich hier noch einmal auf meine Medien und tippe jetzt hier auf Ausgeliehen. Das ist das Buch, das ich mir beim letzten Mal schon ausgeliehen habe. Das möchte ich gern vorzeitig zurückgeben. Ich tippe also auf die drei Punkte hier und tippe auf Vorzeitig zurückgeben. Hier muss ich es noch einmal bestätigen. Ja. Und noch einmal OK. Und damit ist dieses Buch wieder zurückgegeben. Wenn ich das nicht mache, wird es automatisch zurückgegeben. Jetzt tippe ich auf Medien und tippe nochmal auf dem Gerät und hier befindet sich jetzt kein Buch mehr. So viel zur Online. Ich freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss!